Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Südbahn, die vierte oder fünfte, auch im Kreistag sehr intensiv besprochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist zu bedauern, dass die Südbahn überhaupt, dass die Bahn in Deutschland, was die Regionalbahnen angeht, eine immer geringere Rolle spielen aus unserer Sicht. Dennoch muss man sich den Realitäten stellen, und zwar, dass eine Regionalbahn, die abgekoppelt ist von den Fernstrecken und von kleinen Gesellschaften betrieben wird, natürlich leider, und das ist zu bedauern, nicht die Möglichkeit der Mischkalkulation hat. Und das ist eine aus unserer Sicht fehlerhafte Weichenstellung von Seiten des Bundes, der seine Aufgabe nicht mehr vor einigen Jahren darin sah, Deutschland mit einem leistungsfähigen Eisenbahnnetz zu überziehen, zu unterhalten und zu bedienen, sondern sich mit der namentlichen Umbenennung von Bundesbahn auf Deutsche Bahn hübsch machen wollte, um an die Börse zu gehen. Und dann hat man sich natürlich der ganzen unrentablen oder nach der Einschätzung prospektiv unrentablen Strecken entledigt und hat dann gesagt, damit könnt ihr machen, was ihr wollt, mehr oder weniger. Und das Ergebnis haben wir jetzt. Und jetzt wird hier rumgejammert. Es wurden in den Parlamenten keine starken Initiativen, auch nicht im Bundestag, ergriffen, die die originäre Aufgabe der Bahnversorgung, des Bahnverkehrs beim Bund als staatliche Aufgabe gesehen hat, sondern man hat da genickt und hat gesagt, jawohl, an die Börse, das ist ein tolles Ding und das ziehen wir mal durch. So ganz dem Geist verpflichtet, dass man nur noch kassieren und eventuell kontrollieren will und nicht mehr regieren und damit Verantwortung übernehmen für die Bahn. Das ist die Konzeption, die ist leider weltweit auf dem Vormarsch und die Ergebnisse sehen wir hier auch jetzt heute wieder mal hier in diesem Parlament zum Thema gemacht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 1 Kilometer Bahn, wir hörten es, der Herr Minister hat es ausgeführt, 12 €, 1 Kilometer Bus, 2 €, glaube ich, hatten Sie gesagt, Herr Pegel. Aber das sagt natürlich noch gar nichts aus. Wenn rentable Strecken da wären, wo dann die Bahn knackenvoll ist, dann darf die auch ruhig 15 € kosten pro Kilometer, dann ist das eben eine Rechnung, die eventuell dann aufgeht. Noch ein Wort, also die Bahn ist aus unserer Sicht leider, leider tot. Die ist ökonomisch gar nicht zu halten. Das ist aber das Ergebnis verfehlter Politik, Verkehrspolitik, die beim Bund die Weichenstellung so erfolgte. Noch ein Wort zu dem Grünen. Herr Jäger, Sie können natürlich hier so romantische Vorstellungen entwickeln, dass man mit Cafés an der Bahnstrecke eventuell dann den Touristen dazu bewegt, wenn er denn einmal mit der Bahn gefahren ist, wiederzukommen. Aber das ist alles graue Theorie. Tatsache ist, die Aufgabe der Bahn ist es, oder überhaupt von Nahverkehrsmitteln ist es, der Transport von Menschen und Gütern von A nach B möglichst preiswert und schnell abzuwickeln. Und da werden sich die Touristen durch irgendein grünes Café im Bahnhof nicht aufhalten lassen und sagen, wegen dieser Möglichkeit hier jetzt eine Tasse Kaffee zu trinken oder auch ein gutes Stück Kuchen zu verzehren, werden wir wiederkommen. Nein, die buchen, kommen nach Mecklenburg-Vorpommern, gucken Sie sich, wie die sich verhalten, die wollen schnell zur Ostsee und das möglichst preiswert. Und weil das so ist, schlage ich Ihnen vor, das würde vielleicht dann auch vielleicht mehr Erfolg versprechen, machen Sie sich Gedanken über eine historische Bahn, wo dann die Leute gezielt kommen, um eben das Erlebnis Bahn als touristische Attraktion in Mecklenburg und Pommern oder Vorpommern auch recht buchen können. Das wäre dann realistischer. Aber hier so eine Geschichte zu erzählen, also wenn wir hier eine rot-grüne Regierung hätten, dann würden wir uns da reinknien. Ja, dann würden Sie Geld verbrennen aufgrund der Faktenlage, die hier ausgiebig besprochen ist. Und insofern muss man sagen, der Antrag der Linken ist ein Antrag, den möchte ich so subsumieren, dass man sagt, gut, dass wir noch einmal darüber geredet haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.